Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Ausgabe Angezockt. Und ich zitiere mal den Community Manager von Pixelmaniacs, der mir den Key zukommen hat lassen, und zwar einer kleinen Entwicklerbude. Und die Entwicklerbude eines Indie-Entwicklers, auch noch aus Deutschland, will ich natürlich unterstützen, weil ich bin ja auch eher so ein Indie-YouTuber, also bei Weitem keine große Nummer. Deswegen freut es mich umso mehr, dass sie auf mich zugekommen sind, und was wäre ich für ein Mensch, wenn ich das ablehnen würde. Also schauen wir uns doch mal zusammen den Titel Chroma Gun an. Ist so ein, ja, wie soll man es beschreiben? Ich habe es eher noch nie gespielt, weil ich gerade das zusammen mit euch machen wollte. Wie soll man es beschreiben? Es ist so ein bisschen... Es hat Portal-Elemente, aber es ist kein Portal, sondern es ist so ein bisschen was zum Knobeln und Rätseln. Also ganz nett, und ich glaube, das könnte mir Spaß machen. Dementsprechend würde ich sagen, lasst uns einfach mal reinschauen. Ja. Wir sind im Aufzug. Aufzug. Wir haben eine schöne Aufzugsmusik. Gibt es mittlerweile viel zu selten. Ich hätte gerne wieder mehr Aufzüge mit Musik. Willkommen in den Testlaboren von Chromatec. Oh, ja. Du bist hier, weil du einer der Besten bist. Ja, da kennt er mich. Weil du dringend 10 Mäuse brauchst und sich sonst niemand beworben hat. Nein, wer sagt denn sowas? Bevor es losgeht, müssen wir deine Bewegungsfähigkeit testen. Bitte lauf durch den Gang Richtung Ausgangstür. Die Ausgangstür ist die Tür am Ende des Ganges und sieht anders aus als der Rest des Gangs. Es ist schließlich eine Ausgangstür. Ja, dann macht's Sinn. Pass auf, entweder er meint hier die Ausgangstür am Ende des Ganges, könnte der Ende des Ganges sein. Ja, das schaut doch schon gut aus. Oh ja, Exit, Ausgangstür. Na, hallo, habe ich das mal gut gemacht? Also da will ich jetzt ein kleines Lob hören. Aha. Workdroids werden von allen naheliegenden Wänden der gleichen Farbe angezogen. Okay. Sensationell. Wahnsinn. Bitte heb die halbautomatische Nanoacrylat-Projektilschusswaffe vor dir auf. Okay, das hätte man nicht leichter nennen können. Das ist die Chroma Gun, patent ausstehend, von der du schon so viel gehört hast. Absolut. Nur ein Scherz. Natürlich hast du noch nicht davon gehört. Absolut. Wir bei Chromatec wissen, wie man Geheimnisse für sich behält. Und du... solltest das auch. Schieß der Humor auf den gefällt mir gut. Droid, um ihn aus dem Weg zu schieben, und verlasse dann den Raum mittels der Raumverlasstechnik, die du im letzten Raum erlernt hast. Was? Was für eine Raumverlasstechnik? Ah, jetzt geht der gelbe Wand, gelber Druide. Okay. Achso, die Raumverlasstechnik ist einfach durch die Tür durchgehen. Wie geil. Okay, das läuft. Das ist schon mal alles gut machbar. Ah, pass auf. Jetzt haben wir hier Wände, auf die ich nicht schießen kann, weil die bringen nichts. Aber die kann ich gelb machen. Und da, ja. Gar nicht so. Okay, es wird direkt kniffliger. Man hat hier ein kleines Skill-Erhöhungs-Cap eingebaut, kann man so sagen. So, was ist da? Hinweis, je bösartiger ein Workdroid aussieht, desto bösartig ist er. Das macht Sinn. Look, 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 look. Cooler Sound. Sensationell. Danke. Bitte lauf wieder Richtung Ausgangstür. Wir sind davon überzeugt, dass du nun alle Fähigkeiten besitzt, um diese einfache Übung beenden zu können. Ah, pass auf. Cool. Kann ich den jetzt auch wieder entfärben? Ne, der bleibt dann da. Okay. Okay, jetzt wird direkt kniffliger. Ah ja, läuft. Sehr gut. Aber entfärben kann man die nicht mehr. Okay, scheinbar nicht. Gut. Gut zu wissen. So, oh, jetzt werden Farben. Farben können gemischt werden, wenn du im Kindergarten auch mal, weißt du, bist. Alter, ich habe keine Ahnung. Die Farbe der Chroma Gun ist eine eigens kreierte Mischung aus teilweise tödlichen, gefährlichen, radioaktiven Isotopen und bemalt jede Fläche, die nicht dazu entwickelt wurde, nicht angemalt. Ein Traum für jedes Kind. Inklusive Worker Droids.
Angesichts dessen wäre es eine schlechte Idee, die Farbe zu schnüffeln, berühren oder daran zu lecken. So, okay. Das ist alles noch sehr leicht. Okay. Ich bin jetzt gespannt, sobald es um die Farben geht, weil ich bin ja bei sowas echt... Ausschließlich Farbgrün können Partikel meine passieren, die Farbe... Okay. Alles klar. Jetzt warte mal. Kann ich die eigentlich noch anders färben? Nee. So, das war jetzt klar. Aha, ich glaube, ich habe schon den ersten... Nee, ich komme schon durch. Boah, ich dachte schon, ich hätte schon den ersten Fehler gemacht. Ja gut, das ist jetzt erstmal leicht. Okay, das können wir schon. Finde und stell dich auf die Türsteuereinheit. Sensationell. Bitte verlass die Steuereinheit nicht, um sicherzustellen, dass die Tür geöffnet bleibt. Ja. Gut, okay, das ist, Das heißt, der Rockatroid macht jetzt die Tür auf. Okay, läuft. Passt. Sensationell. Alles klar. Du hast super die Korrelation zwischen Steuereinheit und Rockatroid erfolgreich verstanden. Das ich macht liebe es, wenn ich gelobt werde. Als 39% aller Testpersonen und 97% aller Testaffen. Also nur noch 3% bessere Testaffen als ich. Also das ist, spricht ja schon mal ganz klar für meinen Intellekt. Ach so. Ah, ja. So. Jetzt hier durchlaufen. Da ist wieder eine Ausgangstür, wo wir die Mechaniker ja schon kennengelernt haben. Die Anziehungskraft, die die Farbe der Chroma Gun generiert, basiert auf einer sehr komplexen Reihe mathematischer Vektoroperationen. Okay. Anstatt es also nicht zu verstehen, wenn ich es dir erkläre, er hat so recht. Okay, pass auf. Okay. Das wird orange. Ja, aber aus Gelb und Gelb wird jetzt... Was? Was macht das für einen Sinn? Und damit orange und damit... Okay. Ich probiere es einfach aus und mache das, was er da sagt. Hahaha. Sehr gut. Also macht Spaß, dieses Kniffeln. Kann ich wirklich direkt schon mal sagen, ist sehr cool. Im Gegensatz zu den vorherigen Räumen sind die Worker-Droids in den folgenden Räumen nicht deaktiviert, sondern im Standby-Modus. Ähnlich wie dir und mir gefällt es ihnen nicht, wenn man sie mit Farbkugeln beschießt. Bitte stör sie nicht. Sie sind zwar nicht dazu programmiert, dich bei Kontakt zu töten, werden es aber aufgrund minimaler Fehlkommunikation bei der Herstellung trotzdem tun. Sehr sympathisch. Ich finde, ist cool gemacht. Komme ich doch einfach so... Oh, ne. Pass auf, wie kriege ich dich jetzt rum? Ach, vielleicht locke ich dir an, dass er jetzt mir folgt, weil sie sauer ist. Aber jetzt, weil sie sauer ist, kommt sie, haha, super cool. Lässig. Ich weiß nicht, ob das übrigens ein altes Tutorial ist oder ob das schon ein Spiel ist, aber wir werden jetzt einfach noch ein bisschen weiter zocken. Die Farbe der Chroma Gun kann gemischt werden. Ja. Wenn du dich an den Kindergarten erinnerst, nein, sollte das leicht sein. Wenn du dich nicht erinnerst,
oder du nie im Kindergarten warst, doch, war ich schon. Gibt es ein Seminar über subtraktive Farbmischung für Kindergartenkinder im Anschluss an die Tests. Okay. Ja, nett. Ah, weil die schon gefärbt ist, kann die jetzt... Ich dachte schon. Jetzt macht die das frei. Die geht da hin. Die müsste da auch hingehen. Die ist kaputt. Du gehst da rüber. Ich will die aber nur nicht anstoßen, weil ich... der nie weiß, was die machen. Also das Spielprinzip geht recht schnell, recht gut auf und man kommt schnell rein und fuchst sich gut rein. Also gefällt mir wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Gefühlt nicht so schwer, sag ich mal, aber macht Spaß, gleich das nächste zu entdecken. Also ich will immer sofort wissen, was passiert jetzt gleich. Um den Test fortzusetzen, nimm die verbesserte Dreifarb-Chroma-Gun vom Boden auf, da du ohne sie die folgenden Räume nicht lösen können und schlussendlich verhungern würdest. Verhungern ist schlecht. Das passt. Ist wohl da hinten auch noch was. Rot. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die falsche Farbe immer nehme. So, jetzt dürfte die Tür auf sein, genau. Ich muss nur irgendwann in diesem angezockten Moment passen, wo ich zu doof bin, weiterzukommen, ohne dass es aber so aussieht und ich dann einfach sage, okay, jetzt ist die Zeit vorbei. Da komme ich alles erstmal nicht rein. Das heißt... Nein. Wie kriege ich denn dich zu Orange? Gar nicht. Warum ist sie jetzt braun und lässt sich nicht mehr ändern? Okay, das mit den Farben muss man echt so ein bisschen rauskriegen noch. Okay, wenn sie einmal braun ist, scheinbar ist das Thema durch. Dann, schauen wir mal, wie das ist, wenn ich hier sterbe. Oder... Denk daran, wenn du hilfreiche Worker-Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Okay, jetzt ist sie gelb und dann jetzt rot. Ja. Ja, man muss sich da schon, also wie gesagt, ist nicht so ganz klar und wenn man scheinbar die braun macht, dann ist das Thema eh durch. Uff, Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist mit Gelb? Mit Gelb macht sie nur noch böser. Ah, man könnte theoretisch sogar... Warte mal. Also... Okay, braun ist durch. Okay, aber ich weiß, ich kann jetzt... Okay, man kann sich selber so ein bisschen damit... mit den Wänden helfen, habe ich jetzt gerade... Angesichts deiner jüngsten Patzer, und das sind viele, sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich Kung Fu als äußerst nutzlos im Kampf gegen Worker-Droids herausgestellt hat. So, also, was ich jetzt gerade herausgefunden habe, oder was ich gerade testen wollte, man kann einfach so die Wände selber anmalen, um rauszufinden, okay, was wird was. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber, ich weiß, wie ich das mache. So, jetzt habe ich die dahin und jetzt färbe ich die Wand einfach mit irgendwas anderem. Dann wird die braun und... Coole Nummer! Also man lernt wirklich, wirklich was. Man muss nur so ein bisschen sich animieren dazu. So, wenn ich die jetzt blau mache, wird die doch da in die Richtung gezogen. Und jetzt, ich brauche die blau-grün. Oder? Oder wenn ich sie... Wenn sie blau bleibt...
Was ist denn blau, grün und gelb? Da wird erstmal grün draus. Okay, oder auch. Wie kriege ich denn. Ich hätte gern. Hätte ich gern grün? Was ist, wenn ich die jetzt. Was passiert, wenn ich aus einer grünen. Wie kriege ich denn aus einer grünen blau hin? Da wird doch nur wieder braun draus, ja. Okay, jetzt ist sie sauer. Okay. War schon wieder durch? Man muss da, wie gesagt, so ein bisschen knobeln. Das sind viele. Sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass ich... Nein, ich habe schon direkt falsch... Sie wollte ich gar nicht... Nutzlos im Kampf gegen... Och, nee. Ach, man kann Z halten. Dass man, okay, alles klar, man braucht sie nicht jedes Mal sterben lassen. Ich habe jetzt gerade einfach die falsche Farbe genommen. So, das war gut. Dann, wie war denn das nochmal? Was brauche ich da? Nein! Ach, ich muss die ja wieder gelb. Oh, ich hab's jetzt wieder vercheckt, dass die wieder lila werden muss. Okay, okay. So, das Level will ich jetzt aber de facto noch schaffen. Da. So, und da. Das. Ich hab. Weil das ist ja. Das kann ich färben. Und das hat so ein Schutzschild. Das heißt, das kann ich nicht färben. Und darauf habe ich jetzt wieder gerade gar nicht geachtet. Zack. Das heißt hier, die kann ich färben. Die sollte sich anziehen von wahrscheinlich... Wir probieren es einfach mal mit Blau. Was da passiert. Das heißt, Blau. Hätte ich da jetzt nicht einfach theoretisch reinlaufen können? Aber es ist wahrscheinlich nicht die Aufgabe. Wenn ich die jetzt nochmal anders färbe. Also grün. Was wird denn... Ne, das wird... Okay. Muss ich gelb drauf schießen. Okay, passt. So, jetzt habe ich es aber gerade noch endlich aus dem Raum geschafft. Und ich denke, damit, jetzt sind wir knapp bei 20 Minuten, kann man es jetzt auch belassen, weil was das Spiel ausmacht, haben wir gesehen. Coole Sache, ich werde es auf jeden Fall noch weiter zocken und wahrscheinlich das ein oder andere Mal bestimmt noch verzweifeln. Aber man hat es gesehen und ich glaube, man kann sagen, es macht Spaß. Ich werde einfach mal den Steam-Link dazu reinposten, also für jeden, der Bock drauf hat. Unterstützt die Jungs, kommen aus Nürnberg, die haben es bestimmt, die freuen sich über jedes verkaufte Spiel und bisher wirkt es ja sehr stimmig, sehr solide, also macht mal Spaß so zwischendurch für alle Knobelfreunde da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.